Wir starten heute unsere letzte Wanderung auf Gran Canaria. Hierfür folgen wir erneut im Barranco Agüñigün in die Berge, folgen ab Ayacata der GC60 am Ort Tejeda vorbei und parken das Auto auf dem Wanderparkplatz am Cruz de Tejeda. Mit 1500 Meter Höhe ist Cruz de Tejeda der höchste Pass von Gran Canaria und markiert gleichzeitig den geografischen Mittelpunkt der Insel. Warum der Ort recht beliebt ist und auch in vielen Reiseführern als Ausflugsziel gilt, ist nicht ganz klar, denn es finden sich hier kaum Sehenswürdigkeiten, welche eine längere Anfahrt rechtfertigt. Der ist verfressen? Du bist verfressen? Hier, du armes Huhn. Ja, die anderen auch, nicht nur du. Lediglich der schön restaurierte Parador, ein zu einem Hotel umgebautes historisches Gebäude, ist wirklich sehenswert. Nach dem kurzen Abstecher zum Parador und entlang der Souvenirständen startet unsere Wanderung am Parkplatz. Kurz ist die heutige Runde, doch sie bietet viel. Grandios sind die Blicke über verwitterte Gipfelfestungen und das Meer hinweg bis nach Teneriffa. Schon die Ureinwohner hat die Aussicht berauscht. Am Wendepunkt der Wanderung entdeckt man zwischen Felsbrocken versteckt die Höhlen des Herrn. Zurück geht es auf einer bequemen Waldpiste, von der man an lichten Stellen über Gran Canarias Nordhänge bis nach Las Palmas blicken kann. Die Wanderung beginnt mit einem steilen Anstieg, verläuft dann aber durch ein leichtes Auf und Ab moderat. Wie schon erwähnt, starten wir am Wanderparkplatz Cruz de Tejeda. Die Wanderstrecke beläuft sich auf 7,2 Kilometer, wofür wir eine reine Wanderzeit von 2 Stunden benötigten. Auf- und Abstieg sind mit 355 Höhenmeter identisch. Vom Parkplatz laufen wir auf den ersten Wegweiser zu. Hier folgen wir der Beschilderung in Richtung Valsendero Artenara. Hinter dem Hotel Parador geht es zunächst auf breitem Pfad steil hinauf, der jedoch, je höher wir kommen, immer schmäler wird. An einem ummauerten Wasserspeicher vorbei, der nur spärlich gefüllt ist, geht es weiter bergan. Ja, haben wir heute mal Glück mit dem Wetter nach den letzten 2 Tagen, wo wir waren in der Gegend. Ne? Ist nur gut windig hier oben. Ja gut, aber besser windig als neblig. Oder nicht? Jo, da sieht man wenigstens was von der Landschaft. Genau. Ganz schön steil. Steil, jetzt geht, nachher geht es aber flach, habe ich geguckt. Wenn es so bis oben hinging, muss mal Zeit. Schau mal, gepackt. Nach 5 Minuten windet sich der Pfad dem Westhang des Berges empor, bevor er höher haltend verläuft und wir mit grandiosen Ausblicke über den Vulkankessel von Tejeda belohnt werden. Wir kommen an keulenförmigen schwarzen Felsen vorbei, von denen einer im Volksmund den Namen Roque Franco trägt. Seine Silhouette soll an das Profil des einzigen Diktators erinnern. Ohne größeren Höhenunterschied. Hä? Ohne größeren Höhenunterschied.
Blumen fehlen noch in der Sammlung. Was immer auch für welche das sind. Musst du mal gucken, wo die Kakteen rauswachsen. Da ist überhaupt keine Erde. Einfach hier aus so einem Feldspalt. Und mal sehen, wie genügsam die sind. Ja. Nur ein bisschen Moos. Da drei stehen. Wieder eine neue Sorte. Nein, nein. Nur die sind jetzt mittlerweile auf. Es hat hier verbrannt. Jo. Sieht so aus. Nach 30 Minuten erreichen wir die Straße nach Pinos de Galda. Wir folgen der Straße 100 Meter nach links und gelangen zum Mirador de Goyada de las Palomas. Unter uns liegen die weißen Häuser von Tejeda. Darüber erhebt sich ein dramatisches Gebirgsszenario mit den Gipfeln des Roque Nublo und des Roque Bentayga. Rechts neben dem Mirador folgen wir aufwärts dem nur am Anfang steingepflasterten Weg in einen lichten Kiefernwald. Hier ist weißer Ginster, gell? Oder ist das wieder eine andere Sache? Die sind noch nicht auf. Nee, hier noch nicht. Hier ist es ja auch zügig. Das hier ist ein beliebter Wanderweg. Heute sind schon ganz viele hier hoch. Ja, weil der nicht lang ist, gell? Ja, das stimmt. Und das Wetter zulässt vor allen Dingen. Ja. Ja, ist vielleicht auf der Seite hier besser wie auf der anderen, Rainer. Ja. Bald verbreitert sich der Weg zu einer breiten Erdpiste und flacht langsam ab. Die Bäume haben sich auch schon mal alle überbrannt. So schwarz wie die sind bestimmt. Ja. Da liegt was da. Oh, da liegt ein Tier. Wo? Oh. Da vorne. Ich hab den kürzeren Weg. Der kürzere, das wird sich rausstellen. Doch. Ist da gleich. Jetzt muss gleich die Gabelung kommen. Haben wir wenigstens heute als Abschlusswanderung noch mal ein schönes Wetter. Aber wir meistens hatten noch mal eine schöne Wanderung mit schöner Aussicht. Ne? Normalerweise müssten die 900 Meter um sein. Ich guck gleich mal auf das Wandernavi. Doch kein Schild. Nach ca. 900 Meter nach dem Mirador heißt es aufgepasst, denn wir verlassen die breite Piste in einen aufwärts führenden Pfad. Der Wegweiser gibt die Richtung mit Aretenara und Agaeta an. Der Weg führt uns zu einem lichten Pass, schwenkt dann nach rechts stets dicht an einer kieferbewachsenen Abbruchkante entlang. Ein Höhenbummel mit spektakulären Tiefblicke auf bizarr erodierte Felsen. So, jetzt geht's um den Felsen herum. Auf einer Abbruchkante, wie beschrieben. Guck mal, wie schnell das geht. Wie die Wolken da rein gedrückt werden. Da muss man sehen, ob wir hier um den Berg rumkommen. Nicht, dass wir hier noch in die Wolken reingeraten. Glaube ich nicht. Die ziehen heute da der Seite. Dein Wort in Gottes Ohr. Die wollen uns heute auf den letzten Tag noch eine sonnige Wanderung bescheren. Aber wie wahnsinnig schnell das geht. Ja. Guck dir das mal an. Aber die können sich genauso schnell wieder verziehen. Was wir hoffen. Können, aber die Woche sieht es ein bisschen schlechter aus. Hier geht's schon steil runter. Mhm. Roque de Bonda hier, da vor uns. Roque Nublo, Tejeda vor uns.
direkt warm, ne, wenn der. Bitte? Direkt warm, wenn der Wind nicht ankommt. Ja, ich muss auch gleich meine Jacke ausziehen. Aber Tanara ist der jetzt auch nicht mehr so weit. Guck mal, das liegt hier rechts an. Ja. Das liegt rechts an. Können Sie einfach mal danach sehen nachher. Ja. Mal drauf blicken können. Ja, stimmt. Nach 1,2 Kilometer entlang der Abbruchkante erreichen wir die Höhlen des Herrn, die legendären Cueva de las Compañero. Die erste Höhle ist noch frei zugänglich. Hast du Taschenlampe? Oh, Moment. Hier gibt es aber noch andere. Da steht nämlich, dass die noch die Zeichen da zu sehen sind, aber die sind vergittert. Also in der Höhle nicht, da müssen wir mal gucken. Bei der Sonneneinstrahlung kann man sie noch sehen. Die 7 Höhlen zur Südseite hin sind allerdings vergittert, so dass ein Betreten nicht möglich ist. Und dennoch lohnt es sich, durch das Felsenfenster zu treten und zu den Höhlen hinabzusteigen. Also ich sag mal so, mich hat das ausgehalten. Hat dich ausgehalten? Meinst du, ob mich denn aushält? Ich mag so nicht gern über so schmale Gletter gehen. So, und hier müsste man reinschauen können und nachdem wie die Lichtverhältnisse sind, noch die Bemalungen sehen. 6 der 7 Höhlen wurden von Menschenhand in den Fels gebaut, während die 7. und größte ursprünglich eine natürliche Höhle war, die nachträglich ausgebaut wurde. Auf den ersten Blick ähneln sie anderen Wohnhöhlen der Altkanarier. Allerdings befinden sich hier in den Felswänden eingemeißelte Symbole. Unter diesen Symbolen stechen vor allen Dingen dreieckige Formen hervor, die an das weibliche Geschlecht erinnern und wahrscheinlich auf Fruchtbarkeitskulte hinweisen. Auch in den Boden eingeritzte Kanäle und Mulden wurden mit der Bedeutung des Wassers in Verbindung gebracht und lassen ebenfalls einen Zusammenhang mit Fruchtbarkeit vermuten. Daher wird diese Höhlensiedlung als Kultstätte erachtet. Die Nähe zu anderen Orten von magisch-religiöser Bedeutung, wie zum Beispiel die Höhlen von Los Candides, die ähnliche Merkmale aufweisen, untermauern diese These. Nachdem wir in jede Höhle einen Blick hineingeworfen haben, kehren wir zur Forstpiste zurück und folgen dem Wegweiser in Richtung Cruz de Tejeda. Somit befinden wir uns bereits auf dem Rückweg. Durch den in den letzten Jahren entstandenen Waldbrand sind die Kiefernbäume mittlerweile erneut wieder ausgeschlagen. Die beim Feuer abgebrannten Zweige der Kiefer und die mittlerweile neu ausgeschlagenen Bäume führen zu einer schmalen, seltsamen Form. Wesen. Guck dir mal die Nadeln an. Guck dir mal die Nadeln an. Boah. 20 cm mehr. Ja, gut, gerne. 20, 25 cm. Im Laufe der Zeit wird der Forstweg, auf dem wir uns befinden, immer steiler. Oberhalb dem Steinkreuz Cruz de los Moriscos an einer Wegekreuzung flacht der Forstweg etwas ab.
vom Wind her. War nämlich noch rote Windsäcke. Das nützt uns nicht viel. Nein, leider nicht mehr. Urlaub geht zu Ende. Hier sind wir eben abgebogen. Genau, jetzt gehen jetzt wir. Jetzt schließt sich die Runde und gehen denselben Weg wieder gleiche zurück. Gleiches Stückchen. Schöne Tour. Ja. Einfach, aber trotzdem schön. Schöne Ausblicke, schöne Weitblicke. Aber nur durch das schöne Wetter bedingt, ja, ganz genau. Hättest du nicht so schön alles sehen können, sagen wir mal so. Die Ausblicke sind immer gleich. Vom Wegweiser aus befinden wir uns auf dem vom Hinweg bekannten Abstieg nach Cruz de Tejeda, vorbei am Mirador de Goyada de las Palomas. Heute wäre um Rockenublo auch schön gewesen. Ja, war auch eine schöne Sicht gehabt. Mhm. Ja, müssen nächstes Mal noch länger Urlaub machen. Damit wir die schlechten Tage ausklinken können und nur bei schönem Wetter gehen. Gut, das Wetter im Süden war ja immer schön. Da war die Landschaft aber nicht so schön. Nur im Norden und in Mitte. Von hier aus. Wenn wir da jetzt die Wolken reinziehen. Oh, haben wir Glück gehabt. Mhm. Ja. Schnell zurück. Mhm. Guck mal, Rainer, wie schöne Teneriffa da sehen kannst. Mhm. Guck mal, das Pico de Teide. Eigentlich heißen jetzt Teide, ne? Teide. Weil Teide. Die sagen ja kein. Ja. Oder Teide. Teide. Ich habe noch ein Souvenir, wo ich mir jetzt mit. Was denn? Schöner kleiner. Tannenzapfen, oh, wie süß. Süß, klein, ne? Das Fazit: eine traumhafte Abschlusswanderung bei super Wetter. Mit grandiosem Fern- und Tiefblicken über die Insel Gran Canaria. Anhand der ausstehenden Wanderungen bleibt uns nichts anderes übrig, als noch einmal zurückzukommen. Da ist immer unten. Und dann haben wir gleich das Auto erreicht. Unser Wanderkollege Hans hat uns für morgen zum Essen eingeladen. Für die Einladung und die schönen Wanderungen, die wir mit ihm durchgeführt haben, bedanken wir uns mit einem kleinen Gastgeschenk. Den weißen Isten. Da sind ja verschiedene Kräuter drin, oder? Bitte? Dem ist aber noch warm. Das ist der Frio, ja. Ja, ein bisschen, oder? Ein bisschen viel. Mucho, mucho, mucho. Er will Knoblauch. Essen. Eine Tüte? Nö. Vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss. Noch nix. So. Gracias. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Heute ist schon wieder gut dreckig. Schluss, aus, Ende. Letzte Wanderung. Schluss, aus, Nikolaus. Kalli sein Spruch. Da kommt der Hahn. Mhm.